Ich bin dieser Tage eingeladen worden, nach Safta zu kommen, nahe von Dubrovnik, um eine Parlamentarierkonferenz zu eröffnen und mit den Abgeordneten aus Südosteuropa die Zukunft dieser Region zu diskutieren und vor allem die Möglichkeiten, den Weg in die Europäische Union rasch zu beschreiten. Safta ist ein wunderbarer Ort, der drückt all das aus, was die Österreicherinnen und Österreicher lieben, insbesondere an Kroatien. Die herrliche Küste, das Meer, die schönen Orte, die Gastfreundschaft. Nicht überall allerdings geht es so friedlich zu wie hier. Es gibt neue Spannungen in Mazedonien, das Kosovo-Problem ist ungelöst. Die Serben und die Kosovo-Albaner beharren nach wie vor auf ihren Extrempositionen, sodass die Europäische Union hier intensiv vermitteln muss. Ich bin auch sehr stolz, dass ich persönlich vom Europäischen Parlament beauftragt bin und nicht nur von meiner Fraktion, viel in dieser Region zu tun, um auch die Parlamentarier und die politischen Kräfte daran zu gewöhnen, dass Europa Kompromiss heißt. Europa heißt, sich an einen Tisch zu setzen, von Extrempositionen abzurücken und einen Konsens zu finden, einen Kompromiss zu finden. Das ist nicht immer leicht, aber gerade in dieser Region muss man sich daran gewöhnen und nicht nur auf dem eigenen Standpunkt beharren. So kann es dann auch kommen, dass ein Land nach dem anderen, zuerst Kroatien und dann auch die anderen Länder, den Weg in die Europäische Union beschreiten können, wenn sie die Kriterien erfüllen und vor allem diese Grundhaltung, positiv zu denken und eben den Kompromiss zu suchen, einnehmen. Und dann wird es einmal so sein, dass die ganze Region das zum Ausdruck bringt, was hier in Safta bemerkbar ist. Der Friede, der Wohlstand, die Möglichkeit, einfach ein einfaches, aber doch gutes Leben zu führen und sich auch ein bisschen zu unterhalten und Freizeit zu genießen. Diese Stabilität, die hier zum Ausdruck kommt, ist insbesondere für uns in Österreich wichtig. Sind wir doch die Nachbarn und wären die Leidtragenden von neuen kriegerischen Auseinandersetzungen oder einfach von Armut, der dazu führt, dass die Leute die Region verlassen. Nein, lieber ist es, wenn wir in diese Region hier kommen und als Gäste unsere Ferien genießen können.